Hey Leute, Coach Steph hier und heute erkläre ich euch, wie ihr schnell 10 Klimmzüge durch den Latzug schafft. Das Video ist für die Personen, die so 3-4 Klimmzüge können, aber dann auch nicht wirklich mehr. Also dranbleiben, let's go! Wir fangen auch gleich an. Viele Leute denken, Latzug, Klimmzug ist doch das Gleiche, ist die gleiche Bewegung. Falsch. Warum schaffst du dann keinen Klimmzug, wenn du denn so gut beim Latzug bist und so viel Gewicht beim Latzug machen kannst? Wir gehen heute so ein bisschen drauf ein, was ist der Unterschied Latzug, Klimmzug und wie schaffst du es mit welcher Strategie durch den Latzug mehr Klimmzüge hinzubekommen? Das ist eine Technik, die habe ich selbst angewandt, als ich gerade so 3-4 Klimmzüge pro Satz konnte und da nicht wirklich weitergekommen bin. Von daher, lasst uns anfangen. Ein ordentlicher Arbeitssatz hat ja so 8 bis 10 Wiederholungen. Das Problem ist, wenn du nur 4 Klimmzüge kannst, fehlen dir noch ein paar. Von daher arbeiten wir jetzt bis 10 folgendermaßen. Person XY kann nur 3-4 und macht die auch. Hoch und dann zieh. Vier gemacht und der fünfte, der geht jetzt nicht mehr. Also gehe ich runter und ohne Pause direkt zum Latzug und mach die fehlenden 6, dass ich meine 10 Wiederholungen habe. Geh hier runter und zieh zur Brust. Und das waren die 10 insgesamt. 4 Klimmzüge und 6-mal den Latzug sind 10 Reps. Ihr stellt beim Latzug natürlich ein bisschen weniger Gewicht als euer Körpergewicht ein. Ich wiege jetzt 80, habe jetzt hier so 50 Kilo eingestellt. So solltet ihr es dann auch tun. Wiegt ihr beispielsweise, keine Ahnung, 75 Kilo, nehmt ihr hier 30, 35, also so grob die Hälfte von eurem Körpergewicht. Und so arbeitet ihr jetzt alle 3 Sätze oder 4 Sätze, wie viel ihr eben macht, durch. Angenommen, Nadine kann 6 Klimmzüge. Dann macht sie die 6, geht direkt an den Latzug, macht die restlichen 4. Im zweiten Satz kann sie dann vielleicht noch 4 Klimmzüge, geht an den Latzug, macht die nächsten 6 Reps, die fehlen bis zu 10. Und im dritten Satz schafft sie vielleicht noch 2 mit Mühe und Not und macht dann beim Latzug 8. So dass sie ihre 3 Sätze oder 4 Sätze, wie viel sie eben macht, mit dieser Strategie, mit dieser Kombination auf 10 Reps hochlevelt. Wichtig ist hierbei, dass ihr das bei jedem Rückentraining auch sofort führt, denn dann werdet ihr besser. Es werden immer mehr Klimmzüge und immer weniger der Latzug. Das Ding ist aber folgendes. Beim Klimmzug braucht ihr nicht nur den Lat und den Bizeps, wie jetzt beispielsweise beim Latzug, sondern ihr braucht auch sehr viel Körperspannung. Und oft ist das das Problem. Gar nicht die Kraft in den Armen. Im Latzug seid ihr alle super, da zieht ihr Gewicht ohne Ende und schafft dann nur 3 Klimmzüge, weil euch die Körperspannung fehlt. Wenn ihr hier aus den Armen zieht, aber der Rest vom Körper von hier abwärts ist wie ein nasser Sack, würde ich es auch nicht schaffen. Von daher ist beim Klimmzug die Technik wichtig, dass ihr den Bauch anspannt und die Füße so leicht nach vorne nehmt, dass euer Körper so eine leichte Hallux-Stellung hat. Ich zeige euch, was ich meine. Wir gehen hier hoch, ja, und wenn ihr jetzt die Füße einfach tot hängen lasst, ist Blödsinn. Manche nehmen sie hier, ist auch keine Spannung. Ihr müsst die Füße zusammen, leicht vor, Bauch anspannen, der ganze Körper arbeitet mit. Von den Zehenspitzen über den Bauch bis in die Arme und zieht dann hoch und geht dann runter. Ihr merkt vielleicht, dass ihr schwingt. Das ist, weil ihr keine Körperspannung habt. Und die ist sehr wichtig beim Klimmzug. Und das ist der große Unterschied von Latzug zu Klimmzug. Die Körperspannung und die Kormuskulatur. Und genau deshalb solltet ihr euch euren Trainingsplan anschauen. Viele haben Übungen drin, bei denen sie einfach nur sitzen. Wie Latzug, Ruderzug, Butterfly, Brustpresse, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger. Da arbeitet der Core nicht mit. Ihr solltet Übungen wählen, in denen ihr möglichst frei seid, damit der Core seine Aktivität auch ausüben kann. Und die ist stabilisierend. Vor allem euer Bauchworkout, auf das solltet ihr schauen. Macht ihr nur Crunches, die Bauchmaschine oder Sit-Ups, da passiert nicht viel. Macht lieber Unterarmstütz und verschiedene Varianten daraus. Ihr könnt den Hip-Dip machen, wo ihr die Hüfte links, rechts macht. Plank-Walks, irgendwo, wo der Körper isometrisch halten muss, aber doch dynamisch bewegt wird, weil dadurch erhöht ihr eure Körperspannung. Fassen wir also nochmal zusammen. Ihr kombiniert den Klimmzug mit dem Latzug und macht die Strategie, wie ich sie vorhin erklärt habe, und ändert euer Bauchworkout, eure Core-Routine mit Übungen, die isometrisch sind und haltend den Core fördern. Genauso machen wir es auch im Hybrid-Trainingsprogramm. Da haben wir auch sehr viele Variationen drin, die auch den Core beanspruchen. Beispielsweise nicht nur ein Liegestütz, sondern ein Liegestütz-Schulter-Tap, Liegestütz-Fuß-Tap, wo auch der Core immer aktiv mitarbeitet, weil letztendlich ist das der Kern und das Zentrum hiervon geht alle Bewegung aus. Falls ihr Fragen habt, in die Kommentare schreiben. Falls ihr neu seid, Kanal abonnieren. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.